Hallo, hier ist die Cora von Barefoot Coaching. Und heute möchte ich euch eine Technik vorstellen, wie man ein Stressgefühl sehr schnell abbauen kann. Ich nenne das eine Quick Stress Release Technik auf gut Neudeutsch. Und diese Technik kann man anwenden, wann immer man sich gestresst fühlt und das behindert einen wirklich. Das heißt, man hat Prüfungsangst, man ist vor einem Vorstellungsgespräch, man ist am Flughafen und hat Flugangst. Oder man steht mit dem Wagen im Stau und muss doch irgendwo nötig hin und man fühlt sich halt so gestresst. Hat dann die Aufmerksamkeit nicht mehr auf den Verkehr, wo es hingehört. Solche Situationen. Und diese Technik, die leitet sich her aus dem sogenannten EFT oder Emotional Freedom Technik, was auch Klopfakupunktur genannt wird. Das bedeutet, man klopft an bestimmte Stellen am Körper und das regt den Energiefluss an und das bringt einen gleichzeitig auch in die Gegenwart und raus aus diesen eigenen Gedanken, die dabei gehen. Weil überleg mal, was ist das, was passiert mit Stress? Es gibt einen Stresstrigger, irgendetwas, was dich gestresst macht. Und das meiste, was dann passiert, ist, dass bei dir deine Gedanken anfangen zu drehen. Das heißt, es kommen Ängste hoch, es kommen Vorstellungen hoch, was Schlimmes passieren kann, wenn das so weitergeht. Das heißt also, das, was uns am meisten stört, sind dann genau diese eigenen Gedanken, die von diesem Stress produziert sind. Und davon wollen wir uns also lösen durch diese Technik. Das geht sehr einfach. Das Wichtigste dabei ist, du erlaubst dir, in diesem Gefühl drin zu sein. Das ist das Erste. Du gibst den Widerstand gegen das Gefühl auf. Es ist in Ordnung, dass ich diesen Stress fühle. Es ist wichtig bei dieser Übung, genau in diesem Gefühl einfach drin zu bleiben, weil du darfst dort drin bleiben. Du musst es nicht wegdrücken. Das ist nämlich der größte Fehler, der gemacht wird, wenn man sagt, oh, ich darf das nicht fühlen, ich muss das jetzt wegdrücken. Und dann hast du dieses innere Tauziehen. Das ist das, was dich am meisten behindert. Also, erlaube dir das zu fühlen, was du fühlst. Das geht so, ich mache es jetzt einfach mal vor. Und wenn du willst, kannst du auch mitmachen mit einem stressigen Thema, was du hast oder was du erinnerst. Es ist in Ordnung, dass ich mich jetzt hierdurch gestresst fühle. Es ist in Ordnung, dass mein Herz jetzt so doll schlägt. Es ist in Ordnung, dass ich meinen Blutdruck hier durch den ganzen Körper gehen fühle und mein Atem so schnell wird. Es ist in Ordnung, dass ich diesen Stress fühle. Und ich habe Ruhe. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist also verschiedene Punkte angeregt, die sowohl auf Energiemeridianen liegen, die aus der chinesischen Medizin bekannt sind. Ich habe meine Fokussierung nur auf diese Gedanken gleichzeitig erlaubt und auch gebrochen, weil biologisch, physiologisch, habe ich mich angeregt, was anderes auch noch zu fühlen, nämlich den Energiefluss. Den habe ich angeregt. Und den kann ich fühlen. Ich kann die Berührung in meinem Gesicht und an meinem Handgelenk fühlen. Dadurch habe ich das in eine neue Spur gelenkt. Und ich darf das tun, ich akzeptiere das. Und zum Schluss lasse ich das los und komme in die Ruhe. Schaffe mir einen Ruheanker hier am Handgelenk. Die Punkte, die ich da jetzt gerade angeklopft habe, ist also hier zwischen den Augen oder oben an der Augenbraue, hier neben dem Auge, unter dem Auge, hier an den Schlüsselbeinen und dann hier am Handgelenk festhalten. Mehr braucht es dazu nicht. Es gibt so viele mehr Punkte, aber probier es aus. Alleine das genügt häufig schon, um diesen Energiefluss hinreichend anzuregen. Also ich erlaube mir, das zu fühlen. Und als nächstes, du hast dir das erlaubt, du hast es gefühlt.
Und schon nachdem du das gemacht hast, kannst du häufig einen Unterschied fühlen. Machen es nochmal. Ich erlaube mir, diesen Stress zu fühlen. Ich kann diesen Stress fühlen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, dass ich meinen Blutdruck fühle und mein Herz pochen. Das ist in Ordnung, dass ich meinen Atem fühle. Das ist in Ordnung, dass ich jetzt einen Schweißausbruch habe. Und ich habe Frieden. Und dann fühl noch mal nach. Gegenüber dem, was du vorher gefühlt hast und dabei gefühlt hast und das, was du dann fühlst. Da ist ein Unterschied, nicht wahr? Da hast du also die Energie in Bewegung gebracht. Das nächste, was du machst, ist, du schaust dir an, anstatt so zu fühlen, was wäre wichtiger so oder richtiger in diesem Moment zu fühlen? Und genau das affirmierst du dir auch. Ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und jetzt wähle ich, mich angepasst zu fühlen an diese Situation. Und jetzt wähle ich, in diesem Rhythmus, die diese Situation hat, mitzugehen. Jetzt passt sich mein ganzer Organismus und mein Rhythmus dieser Situation an. Jetzt ist dieser Stress okay und er wird ein Eustress, das ist okay. Und ich habe Ruhe. Es kommt im Grunde genommen gar nicht mal darauf an, wo du klopfst. Man kann das Ganze sehr intuitiv tun. Manchmal gehe ich einfach hin und klopfe hier überall in meinem Gesicht. Oder ich will die Energie ableiten. Ah, hier über den ganzen Kopf und runter und runter und wegschütteln. Und ich tue das genauso beim Fokussieren auf das, was ich gerade empfinde, auf meine Gefühle, auf das, was ich gerade im Körper empfinde, und ich leite diese Sache weiter. Ich löse mich dadurch aus dieser Erstarrung, die der Stress mir produziert hat, und leite das weiter. Und ich finde meinen Anker von Ruhe oder von Weitergehen. Probier das mal aus. Viel Spaß und viel Erfolg.